Hallo, Aloy. Hi. Du bist bereit? Ja. Die Initialisierung ist abgeschlossen. Die Tests haben gezeigt, dass meine heuristische Matrix stabil und einsatzbereit ist. Du hast sicher viele Fragen. Ja, aber erst habe ich zwei große. Wir bekommen die Biosphäre nicht wieder hin, ohne dass wir dich ganz machen. Ich suchte im Hades-Labor nach deinen Unterfunktionen, konnte dabei aber nur Minerva finden. Zum Glück ist die Sensorik dieser Einrichtung deutlich fortgeschrittener. Ich suche jetzt die anderen. Übertrage Suchmuster. Empfange. Von Apollo, Artemis und Eleuthia fehlt jede Spur. Sie sind verschwunden. Und die anderen? Äther, Demeter und Poseidon sind sichtbar. In Reichweite. Beschaffbar. Und der Festes? Ebenfalls sichtbar, aber anders als die anderen. Natürlich. Seit dem Vernichtungssignal hat Hephaestus sich weiterentwickelt. Außerdem ist er nicht an einen festen Ort gebunden. Er spukt im globalen Netz, das Brutstätten auf dem Planeten verbindet, was ihn außergewöhnlich widerstandsfähig macht. Aber wir brauchen ihn, oder? Korrekt. Seine Fähigkeiten sind essentiell. Ohne ihn kann ich die Ausrottung der Erde nur hinauszögern. Hephaestus ist die einzige Chance auf eine dauerhafte Lösung. Wir fangen mit ihm an? Das ist leider nicht möglich. Ein Versuch, Hephaestus zu beschaffen, ist erst möglich, nachdem meine Fähigkeiten erheblich verbessert worden sind. Zuerst die anderen Unterfunktionen, dann Hephaestus. Genau so ist es. Also Äther, Demeter und Poseidon. Wie komme ich an sie ran? Zur Wiederherstellung einer Unterfunktion musst du an ihre Position reisen und den physischen Prozessor finden, in dem sie steckt. Dann musst du genau wie bei Minerva die Master-Überbrückung nutzen, um die Unterfunktion auf ihren ursprünglichen Code zurückzusetzen. Und wie bekomme ich sie hierher? Die Unterfunktion muss auf ein Speichergerät geladen und anschließend in diese Einrichtung hier gebracht werden. Das Modul mit deinem Systemkern? Ja. Die Kapazität ist begrenzt. Es kann immer nur eine Unterfunktion zeitgleich gespeichert sein. Aber für alles andere wird es reichen. Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Vor einer Weile begegnete mir eine Gruppe Fremder, die mich töten wollten. Sie hatten Servitoren und einen Klon von Elisabeth Sobeck dabei. Ja, das hat dein Fokus aufgezeichnet. Weißt du, wer sie sind? Die Antwort darauf hängt mit dem Ausrottungssignal zusammen, das Hades weckte, woraufhin meine Vorgängerin sich selbst zerstörte. Das Ausrottungssignal? Okay, das klingt bedrohlich. Das Signal stammte nicht von der Erde, Aloy. Die Berechnungen sind hochkomplex. Aber anscheinend liegt die Quelle 81 Billionen Kilometer entfernt. Eine so große Entfernung, dass sogar das Licht 8,611 Jahre dafür braucht. Okay, also was ist so weit weg und warum will es uns töten? Das Sternensystem Sirius. Sirius?
Da wollte Fazineth sein Schiff. Die Odyssee. Ja, da wollte es hin. Es explodierte. Außer... Warum sollten sie das vortäuschen? Es sollte niemand wissen. Alle zukünftigen Menschen sollten glauben, dass sie nicht dort sind. Moment. Die Fremden, die mich im Hades-Labor töten wollten, die den Klon hatten, soll das heißen, die sind von... Sie sind Nachfahren von... Fazineth? Ja, davon gehe ich aus. Die drei Unterfunktionen, die du gefunden hast, was wissen wir über sie? Alle drei sind relevant für aktuelle Probleme der Biosphäre. Äther soll die Atmosphäre entgiften und die Wetterbedingungen moderieren. Poseidon kontrolliert die organische und chemische Zusammensetzung von Wasserquellen. Demeter sät, düngt und pflegt das Pflanzenleben. Wenn ich alle drei wieder habe, wird das meine heuristische Prozessordichte ganz enorm erhöhen. Aber Vorsicht! Ihre Reaktionen auf mein Suchmuster waren... Menschlich gesagt, sind sie verängstigt, allein und paranoid. Wie Minerva. Sie müssen wieder ganz werden. Ganz genau. Du sagtest, du brauchst Hephaestus, um das Leben zu retten. Warum? Jede Unterfunktion hat ihren Wert, aber Hephaestus ist bei weitem am wichtigsten. Nur wenn ich wieder mit ihm verschmelze, kann ich wieder neue Maschinen an Brutstätten entwerfen und in Masse für den Planeten produzieren. Nur mit ihm kann ich neue Maschinen programmieren und alten neue Aufgaben geben, um den Schaden an der Umwelt umzukehren. Die anderen Unterfunktionen könnten uns Zeit erkaufen, aber ohne Hephaestus kann ich das Massenaussterben nicht verhindern. Die Nachkommen beim Hades-Erprobungslabor, sie hatten einen Klon von Elizabeth Sobek. Das passt auch zur These, dass sie hier sind, um Zero Dawn-Technologien zu plündern, nicht wahr? Ja. Wie du aus eigener Erfahrung weißt, funktioniert ein Klon von Elizabeth Sobek wie eine Art Schlüssel zum Terraforming-System. Aber wie kommen die an einen Klon? Auf der Odyssee waren schätzungsweise 200.000 menschliche Zygoten, Millionen tierische Zygoten und Milliarden Pflanzensamen. Es ist vorstellbar, dass Elizabeth Sobeks Genmaterial kopiert wurde, mit ihrem Wissen oder ohne, und im Schiffslager mitgeführt wurde. Das ist gut, aber ich meine, dieser Klon, wie konnte sie dabei mitmachen? Elizabeths Traum zerstören. Das ist böse. Das ist schwer zu sagen. Vielleicht hilft sie der Gruppe ja, weil sie ihre Ziele teilt. Oder vielleicht ist sie eine Untertanin und hat keine Wahl, als ihnen zu gehorchen. Elizabeth Sobek als Untertanin? Ich glaube nicht. Das Signal diente allein dazu, die Erde auszurotten, ja? Warum sollten Nachkommen von Fazineth das tun? Derzeit können wir nur mutmaßen. Die Erde stellte doch keine Gefahr dar. Dazu fehlte uns doch die Technologie. Wir wussten nicht mal von ihnen. Stimmt. Kann es sein, dass sie den Planeten für sich selbst wollen? Die Fremden, die ich traf, waren selbst hinter einem Gaia-Backup her. Wenn sie das geschafft hätten... Wenn sie ihre eigene Gaia und ihre Macht verstärkt hätten, bis sie Hephaestus übernehmen könnte. Und dann das ganze Terraforming-System. Dann könnte das System das erreichen, was das Ausrottungssignal nicht geschafft hat. Das Leben auslöschen und vielleicht eine ganz neue Biosphäre aufbauen.
nach ihren Vorgaben. Und versuchen sie vielleicht dasselbe wie wir? Nur mit ganz anderem Ziel. Sie wollen auslöschen, nicht retten. Nicht gut. Wenn die Nachfahren also auf einem Raumschiff zur Erde kamen, dann ist ihre Technologie wohl in vielerlei Hinsicht sehr mächtig, nicht wahr? Ja, wie deine Begegnung mit ihnen im Labor eindrucksvoll bewiesen hat, setzen sie wohl sehr gern Roboter-Servitoren ein. Außerdem verfügen sie anscheinend über eine Art Energieschutzfeld, das sie vor Schaden beschützt. Aber hallo, mein Gegner war schier unzerstörbar. Im Laufe der Geschichte wurde jede Verteidigungstechnologie irgendwann von einem offensiven Gegenstück bezwungen. Vielleicht kann man ihre Schilde irgendwie bezwingen. Ja, das hoffe ich. Sonst werde ich so schnell keine Gefechte gegen sie gewinnen. Woher weißt du, dass das Ausrottungssignal von Sirius kam? Der Schlüssel enthielt Daten deines Fokus. Von Silens Befragung von Hades. Es war die Dauer des Signals selbst. 17,22 Jahre. Oh, das ergibt keinen Sinn. Du meintest, das Signal brauchte 8,6 Jahre von Sirius hierher. Warum sollte das Signal weitergehen, nachdem es empfangen wurde und du dich hochgejagt hast? Weil der Absender nicht wusste, dass das passiert ist, bis er es von Hades erfuhr. Und das dauert nochmal 8,6 Jahre. Korrekt. Erst dann würde das Signal aufhören zu senden, nach insgesamt 17,22 Jahren. Also verriet mir die Hälfte der Dauer die zurückgelegte Strecke des Signals. Und so suchte ich einfach in meiner astronomischen Datenbank nach relevanten Orten, 8,6 Lichtjahre entfernt. Da Frau Zenith eigentlich dorthin wollte, war Sirius die einzig logische Quelle. Ich sollte dann wohl mal langsam Unterfunktionen sammeln gehen. Ja. Wenn wir sie haben, können wir uns auf die Wiederbeschaffung von Hephaestus konzentrieren. Wenn das gelungen ist, habe ich die vollständige Kontrolle über das Zero-Dawn-System und kann so viele Maschinen herstellen, wie es braucht, um Far Zenith zu besiegen. Eine Maschinenarmee, das klingt gut. Also, die drei Unterfunktionen. Was weißt du über ihre Positionen? Als meine Vorgängerin sich zerstörte, suchten die Unterfunktionen nach geeigneten physischen Prozessoren. Du suchst also jeweils nach einem leistungsstarken Computer, der sie enthält. Aether ist am nächsten und könnte somit am einfachsten zu beschaffen sein. Allerdings scheint es sich inmitten von Tenakt-Gebiet zu befinden. Mein Wissen über den Stamm ist begrenzt auf die Daten auf deinem Fokus, aber sie haben offenbar einen extremen Hang zur Gewalt. Das ist schön ausgedrückt. Was ist mit Poseidon und Demeter? Poseidon hat Zuflucht in der Wüste südlich von hier gesucht. Meine geografischen Daten weisen dort auf eine große Siedlung der alten Welt hin, die Las Vegas genannt wurde. Eine Ruine mitten in der Wüste, ja? Seltsamer Ort für eine Wasser-KI. Stimmt. Was Demeter angeht, sie befindet sich wohl an der Küste tief im Westen. Leider kann ich keine relevanten Daten zu dieser Region zur Verfügung stellen. Daher könnte das unser schwierigstes Ziel sein. Okay, also müssen drei Unterfunktionen beschafft werden. Aether irgendwo tief im Tenakt-Gebiet, Poseidon in der Wüste und Demeter an der Küste. Wo wirst du anfangen? Ich hole mir wohl Aether. Dann lege ich Aether auf deinem Fokus als Ziel fest. Wenn du Erfolg hast, kann ich damit vielleicht die schlimmsten Stürme der Region bändigen. Aber ich brauche Hephaestus und seine Kontrolle über Maschinen, um die Biosphäre dauerhaft zu stabilisieren. Wenn du es dir anders überlegst, kannst du dein Ziel jederzeit über dein Fokus-Interface ändern.
Ich werde außerdem eine Zusammenfassung verfügbarer Daten über die Unterfunktionen an dich übertragen. Kann ich noch etwas für dich tun? Ich weiß, dass auf dich viel Arbeit wartet. Denke ich auch. Stimmt etwas nicht? Ich weiß nicht, also... Elisabeth hat die Messlatte hochgesetzt. Sie hatte den Plan, das Leben auf Erden zu retten, aber vieles ging schief und jetzt hängt eben alles von mir ab. Meinst du, ich schaffe das alles? Das System vereinen, Farzenith besiegen, ihrem Beispiel folgen? Definitiv. In ihrer letzten Botschaft drückte meine Vorgängerin ihren festen Glauben an deinen Erfolg aus. Durch dich wird alles möglich. Du hast Hades beseitigt und meinen Systemkern neu gestartet. Du wirst erfolgreich sein. Danke, Gaia. Also ich sollte dann mal los. Die Ausgänge der Einrichtung sind nun offen. Einer davon führt nach Westen. Der andere führt den Berg hinab nach Rheinklang, falls du nach Osten zurück willst. Bar? Wow, daran muss ich mich noch gewöhnen. Bist du's, Aloy? Ja. Gaia hat nun die Ausgänge geöffnet. Wartest du mit Zoe an der Westtür? Sind gleich da. Okay. Ich muss Aether für Gaia zurückbringen. Baal und Zoe warten am Westausgang auf mich. Ich könnte auch erst nach Osten gehen. Nachsehen, wie es Rheinklang nach dem Angriff geht. Oder ich sehe mich hier noch etwas um. Bist du sicher? Ja. Ich glaube, es ist besser so. Wir sind den Berg weit hinaufgestiegen, seit wir die heilige Höhle betreten haben. Es ist schwer einzuschätzen. Ich weiß auch nicht, ob Tag oder Nacht ist. Ich muss weiter nach Westen. Ich sammle mehr von Gaias Komponenten, um sie zu stärken. Ihr beide könnt so lange hier bleiben. Gaia erzählt euch alles Neue. Ich will euch nicht loswerden. Das ist, Training. Also, ich gehe wieder nach Osten und hol Erend. Bring ihn her. Schau, Verbündete, Freunde können helfen. Wir können jetzt hier wohnen. Und wie du sagtest, erklärt Gaia uns alles. Das wird schon. Okay. Dann nimm die. Einer für jetzt, einer als Reserve. Wenn du schon dort bist, schau in Steinhall bei Milu vorbei. Sie soll Talana sagen, dass ich einen Weg über die Berge gefunden habe. Danke. Und du? Gehst du mit ihm? Nein. Nach den Geschehnissen in der Höhle bleibe ich lieber erstmal hier. Ich muss über vieles nachdenken. Wenn du wieder zurück bist, kann ich dir vielleicht etwas beibringen. Ich freue mich drauf. Wann kommst du zurück? Ich weiß noch nicht. Aber hoffentlich habe ich dann eine von Gaias Komponenten. Vorsicht da draußen. Sogar in Rheinklang hörten wir davon, dass die Tenakt unter Stürmen, Maschinen und jetzt Regala leiden. Macht euch keine Sorgen. Ich komme klar. Gute Jagd, Aloy. Die Tenakt-Clanlande. Irgendwo da draußen sind drei von Gaias Unterfunktionen.
Und wer weiß, was sonst noch. Dieser Schnee dämpft alle Geräusche. Stimmt etwas nicht? Da hat wohl jemand Ärger. Ja, Jax. Er hat gehört, dass der nackt herumlungern, wo sie nichts zu suchen haben. Ist dann gleich los, sie zu suchen in Steinhall im Süden. Der Narr. Wer genau ist dieser Jax? Mein Freund. Merkt man das denn nicht? Bisschen jünger als ich. Bei ihm knirscht noch nicht ständig alles. Kann ganz gut mit dem Bogen umgehen. Er ist auch ein guter Trinkkumpan. Vorausgesetzt, wir haben Süßsaft. Ich hab's ihm gesagt. Wer in einen Busch greift, darf sich über Dornen nicht wundern. Vielleicht sollte ich ihn suchen. Steinhall, sagst du? Genau. Jetzt entschuldige mich. Die Wurzeln graben sich nicht allein aus. Dein Verständnis. Was ist hier los? Klingt nach einem Problem. Wir sprechen von etwas Wichtigem, Fremde. Ja, bitte. Später. Genau deshalb mag ich oft lieber Pflanzen als Menschen. Sie sind weniger anstrengend. Ich entschuldige mich. Mein Volk war einst freundlicher, doch Hunger nimmt vielen ihre Herzlichkeit. Sieht aus, als würde es hier an ziemlich vielem mangeln. Kann man da irgendetwas tun? Jol hat recht. Wir brauchen Nahrung. Deshalb haben wir Jagdgruppen ins Altholz geschickt. Einen Wald im Norden. Wir haben nie Tiere gejagt, um zu essen. Wir mussten es nie. Doch da unsere Ernte ausbleibt, haben wir keine Wahl. Doch etwas anderes ging schief. Eine Maschine massakrierte die letzte Gruppe von Jägern. Ein Krallenschreiter. Und glaubt man dem einzigen Überlebenden, war er tödlicher als alle zuvor. Bis er fort ist, kann ich keine Jäger schicken. Und ohne Fleisch werden unsere Leute immer dünner. Ich hab dich da oben gesehen, als ich vor dem Chor gesprochen habe. Ja. Verzeih mir, dass ich dir nicht besser helfen konnte. Und vor allem so. Viele Utaru denken, dass wir über der Politik stehen, aber das ist falsch. Ich bin oft nicht einig mit Fane, doch ich muss häufig mit ihm zusammenarbeiten. Also wolltest du ihn nicht verärgern? Jedenfalls nicht so öffentlich, nein. Ich hoffe, du verdenkst mir das nicht. Schnee von gestern. Am Ende hat's ja geklappt. Wie lange kann der Stamm ohne weitere Nahrung auskommen? Die Landgötter schaden den Feldern jeden Tag mehr. Ein Monat? Vielleicht zwei? Das Verrückte ist, dass viele sich damit abgefunden haben. Wie Fane, der uns einfach auf den Tod warten ließe. Er sagte, der Tod ist nur ein Teil des ganzen Kreislaufs. Du würdest lieber etwas tun? Ja, wie Jäger im Altholz jagen zu schicken. Fane hat auch das abgelehnt. Er wird das Schicksal der Jäger sicher dazu nutzen, Leute auf seine Seite zu ziehen. Wenn wir ihn lassen. Erzähl mir alles, was du über die Maschine weißt, die die Jäger angriff. Sie wurden am Rand des Altholzes angefallen und einer, Wenn, überlebte und schaffte es zurück nach Rheinklang. Wenn du ihn befragen willst, unsere Heiler pflegen ihn gesund. Die anderen vier Jäger hatten nicht so viel Glück. Es muss eine mächtige Bestie sein. Kannst du sie vernichten? Ich habe viele starke Gegner besiegt. Gut. Das Jagen im Altholz muss sicher werden. Eine Sache noch.
Jeder Utaro trägt eine kleine Samentasche, von der Geburt an bis zum Tod. So gedenken wir unseren Angehörigen und ehren ihr Vermächtnis. Es würde den Familien der Jäger viel bedeuten, wenn du sie zurückholst. Ich tue, was ich kann. Ich vertraue dir. Sei vorsichtig im Wald. Bevor ich ins Altholz gehe, sollte ich zum Überlebenden. Vielleicht weiß er was über den Krallenschreiter. Überlebende der Jagdgesellschaft. Mögest du durch volle Felder wandern. Was ist denn hier los? Du hast doch vor dem Chor gesprochen, ja? Du könntest helfen. Das hier geht dich nichts an, Fremde. Dulden wir deine Einmischungen denn nicht schon genug? Eine mehr vertragt ihr sicher. Was ist denn? Meine Frau, Calais, sie sollte dem Chor beitreten. Sie ging zum Sporn, um den Entdeckungsritus durchzuführen. Aber sie muss gestürzt sein. Und jetzt brechen Sie die Suchaktion ab? Wir haben genug getan, Bray. Die Suchmannschaft fand nur ihr Instrument. Es lag kaputt am Flussufer. Und auf dem Sporn lag nur die Farbe, die sie beim Ritual verwendete. Wir werden von nicht noch mehr Leuten verlangen, ihr Leben zu riskieren, nur weil eine Frau stur ist. Aber die Samen, die sie trug, müssen gepflanzt und verehrt werden. Du hast Landgöttin Rey geholfen. Du sahst, was niemand sonst sah. Bitte, such nach ihrer Samentasche. Falsche Hoffnung ist Treibsand. Dieser Entdeckungsritus. Was genau ist das? Eine Pilgerfahrt zum Sporn an den Ort, von dem aus der erste Utaru Reinklang sah. Calais sollte dem Weg unserer Ahnen folgen, ihre Augen färben und dann auf das Land schauen und ihr Lied spielen. Dann hätte sie ihr Mahl am Sporn hinterlassen und so zu all jenen gehört, die vor ihr kamen. Früher machte jedes neue Chormitglied die Reise. Aber nach der Störung ließ man von dem Brauch ab. Niemand trat mehr diese gefährliche Reise an. Warum dann Calais? Wir rieten ihr alle davon ab. Aber wie auch sonst, ignorierte sie unsere Warnung. Sie meinte, es würde ihre Ansicht stärken. Sie musste beweisen, dass sie die alten Sitten respektierte, obwohl sie dagegen sprach. Dann würden mehr auf sie hören. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich sie. Danke. Der Sporn liegt im Nordosten von hier. Suche bei der zerstörten Brücke unten an der Klippe, direkt am Fuß des Sporns. Dort fand die Suchmannschaft auch ihr Instrument. Okay. Genehmigst du mir das? Vergeude du deine Zeit, wenn du willst. Zu suchen, was das Land sich bereits wiedergeholt hat, ist sinnlos. Lass das laufen, Kinder! Der Schatz der Natur verwoben in perfekten Waben. To your life, there's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world.
my own desires. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad we had to fade it. The world.